Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Modelleisen Mann Träume TV. Mittwoch, 17.30 Uhr, Faller Special. Woo! 50. Teil. Woo! Naja, wir haben den 50. Teil erreicht. Da steht's schon. Da steht aber der Artikel, nicht 50. Folge, 50. Teil. Nicht schlecht. 191753 Minigolfplatz steht da. Was machen wir? Wollen wir es euch zeigen? Ja? Wollen wir es aufbauen? Wollen wir irgendwas anderes machen? 50. Teil? Wir bauen den Satz erstmal auf. Und dann reden wir weiter. Da ist er. Ein schöner Bausatz. 158 Einzelteile in 4 Farben, Fensterfolie, einmal Deko, einmal Bauanleitung. Es sind die 18 Bahnen und ein Kioskhäuschen dabei. Ja, gucken wir mal schnell rein. Schnibbeln wir mal den Karton auf. Wir haben Fensterfolie, eine Bauanleitung, wir haben Aufkleber und wir haben das Kioskgebäude, Bodenfläche, Dach, jawohl, wunderschön. Und wir haben, ja, die einzelnen Bauteile. Ja, hier zum Beispiel, hier, das erinnert mich so an die Minigolf-Sachen, ne? Okay. Und wir haben die 18 Bahnen. Wir haben noch Lampen oder sowas. Papier, Blockhalter. Und wir haben hier noch ein bisschen Zaun. Der wird wahrscheinlich um das eine Symbol rumkommen. Die eine Bahn. Genau. Gut. Dann fangen wir mal an mit dem Bauen. Viel Spaß dabei.
Ja, Falle 191753, der Minigolfplatz mit eben Hütte. Die Hütte hat die Maße von 11 cm auf 4,1 cm auf 5,5 cm. Benötigt wird natürlich noch der Artikel 180667 für die Beleuchtung der Hütte. Ja, da haben wir 18 verschiedene Bahnen. Die kann man, wie hier auf dem Bildschirm, anordnen. Golfschläger oder Minigolfschläger sind dabei. Die werde ich noch dementsprechend ein bisschen farblich die Griffe machen, bevor ich es verbaue dann. Das einzige Problem ist, ne, die Golfspieler oder Minigolfspieler gibt es nicht. Es gibt Golfspieler, ja. Das zum Beispiel ist ein Golfspieler hier. Das sehe ich in diesem Part. Aber wie gesagt, da muss ich mal gucken, was ich als Minigolfspieler hier einsetzen oder verwenden kann an Preiserlines dann. Ja, momentan bleibt er hier in der Kiste, denn ich habe noch keinen Platz. Wenn ich den habe, halte ich euch natürlich unter der Videoreihe Neues aus dem Mobazimmer auf dem Laufenden. Da sind wir schon am Ende der 50. Folge Faller Special bei Modell Eismann 3 mit TV. Ja, ein einfacher Bausatz, dieser Minigolfplatz sozusagen. Viele eigene Gestaltungsmöglichkeiten, möglich sozusagen, weil man kann sich farblich daran austoben, man kann sich geländetechnisch daran austoben. Also alles in allem möglich. Ja, 50. Folge, ich habe ja gesagt, schaut bis zum Ende, denn ich habe etwas zu verlosen zur 50. Folge. Und zwar, das ist der, pass ruhig, warte, den Artikel 170726, Streufaser dunkelgrün. Ja, da sehen wir es. 4 mm Graslänge, 35 Gramm ein Pack. Ja, wie könnt ihr das gewinnen? Ihr schreibt einfach hier in die Kommentare, wie viel Minigolfbahnen gibt es? Du bist ein Arschloch, ey. Du hast mich immer an den Eiern. Ey. Ganz einfach. Ne? Wie viele Minigolfbahnen gibt es? Ihr habt Zeit bis Sonntagabend, 18 Uhr. Dann werden alle richtigen Antworten ausgelost. Und ja, dann gibt es eben die Verlosung am Sonntagabend nach 18 Uhr irgendwann. Ich denke mal 19, 20 Uhr vielleicht, aber das gebe ich noch Bescheid. Also, wie viele Bahnen gibt es hier bei diesem Minigolfanlagenbausatz? Oder auch die Frage, wie viele Bahnen gibt es an sich beim Minigolf? Ja, schreibt die Zahl hier unten in die Kommentare rein. Und dann ziehe ich den Gewinner oder vielleicht auch die Gewinner. Nice. Ich möchte nichts verraten bis jetzt. Lasst euch überraschen. Auf jeden Fall gibt's Gras für einen Gewinner. Ja, vielleicht gibt's aber auch zwei Gewinner. Oder drei Gewinner. Oder vier Gewinner. Oder fünf Gewinner. Lasst euch überraschen. Das bleibt noch das Geheimnis. Das lüfte ich am Sonntagabend. Per Livestream wahrscheinlich. Und ja. Dann ran an die Tasten und eintippen. Viel Spaß beim Gewinnen. Wir sehen uns hoffentlich bei der nächsten Folge von Modell Eisenbahn 3 mit TV wieder. Nächste Woche Mittwoch 17.30 Uhr, wenn es heißt Faller Special. Ein Bausatz von Faller wird gebaut. Wer nicht aushalten kann, so lange ohne Videos, Samstag 17 Uhr kommt das nächste Video auf diesem Kanal. Also gleich abonnieren, die Glocke anklicken und immer informiert werden, wenn ein neues Video kommt.
It's really hot. Bis dahin, viele Grüße, Markus, und tschüss.